Was sind Phobien und was hilft? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Viele meiner Klienten leiden bzw. litten unter Phobien. Sie kommen recht häufig vor. Was sind Phobien und was hilft? Was sind Phobien? Als Phobien werden ausgeprägte, krankhafte Ängste vor einer realen, nicht oder kaum bedrohlichen Situation oder einem Objekt verstanden. Der Begriff der Phobie ist nicht immer ganz eindeutig. Es existieren auch Phobien, die nicht zwingend krankhaft sind, wie beispielsweise die Schluckangst, die Phagophobie. Typisch für Phobien ist, dass sie vorhersagbar sind, also immer in bestimmten Situationen auftreten und dass sie unangemessen sind. Einteilung der Phobien. In den gängigen Einteilungen werden drei Gruppen von Phobien unterschieden. Erstens die Agoraphobie. Die Agoraphobie war ursprünglich die Angst vor weiten Plätzen. Mittlerweile umfasst der Begriff alle Situationen, bei denen vor deren Eintreten bereits eine Erwartungsangst vorhanden ist und bei denen eine Flucht nicht oder nur bedingt möglich erscheint. Betroffene befürchten, sich dort zu übergeben, in Panik zu geraten, ohnmächtig zu werden, und deshalb werden die angstbesetzten Situationen vermieden oder nur unter großer Angst durchlitten. Typische Orte bzw. Situationen sind Menschenmengen und Einkaufszentren. Häufig kommt die Agoraphobie zusammen mit Panikattacken vor. Sie beginnt meist im zweiten Lebensjahrzehnt und betrifft häufiger Frauen. Zweitens, soziale Phobien. Es ist die Angst, durch ungeschicktes Verhalten eine peinliche Situation auszulösen. Eine soziale Phobie beginnt vorwiegend während der Pubertät und geht oft mit starken Selbstzweifeln und dem Hang zum Substanzmissbrauch einher. Es gibt verschiedene Formen der sozialen Phobie, wie die Errötungsangst, die Erythrophobie, die Gynäkophobie als Angst vor dem Weiblichen. Sehr übersteigert das Lampenfieber, Redeangst bzw. Auftrittsangst und die Versagensangst. Nicht immer ist die Abgrenzung so eindeutig. Drittens, spezifische Phobien. Bei spezifischen Phobien handelt es sich um eine anhaltende Angst vor einem bestimmten Objekt, wie beispielsweise einem Tier, die Zoophobie, oder einer speziellen Situation, wie beispielsweise Gewitter oder Zahnarztbesuch. Bei der spezifischen Phobie tauchen bereits bei Gedanken an den Auslöser Angstsymptome auf. Oft beginnen spezifische Phobien schon in der Kindheit. Zu den spezifischen Phobien gehören die Dunkelangst, die Achlophobie, die Emetophobie, die Angst vor dem Erbrechen, Flugangst, Fremdenangst, Xenophobie genannt, übersteigerte Höhenangst, Agoraphobie, Klaustrophobie, die Angst vor engen oder geschlossenen Räumen, Leistungsangst, Prüfungsangst, Schulphobie, Schulangst, Spritzenangst, Zahnarztangst, die Zoophobie als die Angst vor Tieren wie beispielsweise Spinnen, Arachnophobie, Schlangen oder Hunden. Was hilft bei Phobien? Eine ganze Reihe von therapeutischen Methoden bieten sich an. Mittels Hypnotherapie lassen sich Phobien lindern, oft dauerhaft auflösen. Was genau in der therapeutischen Zusammenarbeit zum erstrebten Ziel führt, das gilt es gemeinsam herauszufinden. Phobien erfordern ein sehr individuelles Vorgehen, denn je länger eine Angst andauert, desto tiefer haben sich die Muster eingeprägt. Umso wahrscheinlicher hat sich eine Angst vor der Angst entwickelt. Geeignete Psychotherapie hilft dabei, den Kreislauf zu durchbrechen. Mittels Hypnotherapie lässt sich den Ursachen auf den Grund gehen. Es gilt, hilfreiche Zustände zu fördern, das Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen, die empfundene Sicherheit zu stärken. Bei der Therapie von Phobien haben sich Kombinationen von flexibel-kooperativer Hypnotherapie mit weiteren Methoden und der Vermittlung von Selbsthilfetechniken sehr bewährt. Durch einfach erlernbare Selbsthilfetechniken kann die persönliche Einflussnahme zusätzlich erweitert werden. Mitunter hilft es, die zugrunde liegenden Konflikte aufzulösen.
denn dadurch werden Wahrnehmung, Denken und Handeln in der Gegenwart verändert. Diese veränderte Fokussierung macht einiges leichter. Tiefe Trance wirkt sich sehr positiv auf die Selbstorganisationsfähigkeiten von Körper und Geist aus. Patienten berichten, dass sie sich insgesamt aufgeräumter und wohler fühlen. Üben diese Informationen dazu beitragen, die Zusammenhänge zu verstehen und Optionen zu erkennen. Mut machen, sich dem zu widmen, es aufzulösen. Wir können Einfluss nehmen. Wir können uns für ein erfolgreiches, erfüllendes Leben einsetzen. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.